Hi, hier ist Mr. Lagiol. Und Kurt Assam. Besser bekannt als Mr. Osmium. Jawohl. Warum das so ist, werden wir gleich erfahren. Aber wir haben heute auch drei Taschenmesser für euch. Richtig hochedle Taschenmesser. Zwei davon sind von David Dovillier aus der Serie Erzengel. Gabriel und Michael haben wir hier. Und hier haben wir Taschenmesser von Philippe Voisier. Zwei davon haben wunderschöne Osmiumstücke. Und was das genau ist, werden wir gleich von Mr. Osmium erfahren. Ja, da gibt es, glaube ich, viel zu erzählen. Ja, das wird aber so ein bisschen länger dauern heute. In der Machart hier, Making of, das wird da wahrscheinlich 2-3 Stunden dauern. Wir versprechen uns hier ständig, aber egal. Wir drehen das so lange, bis ihr hier ein tolles Erlebnis habt. Bis gleich. Bis gleich. Gonna cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds. Turn the memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're gone. But I've always known that you would go find your own way. Ihr habt ja schon in den Bildern gesehen, was da wirklich für fantastische Messer euch gleich zeigen werden. Gerade auch, wenn wir es in der Kamera halten und dreidimensional drehen. Das ist wirklich ein Erlebnis. Der Kurt hat die Messer auch noch nicht richtig gesehen. Das heißt, auch für ihn wird gleich ein Erlebnis sein. Aber bevor wir zu den Taschenmesser kommen, zu der Geschichte der Messer, die ist auch sehr spannend, möchten wir euch erstmal kurz ein bisschen Kurt Assam vorstellen als Mr. Osmium, ein bisschen über seine Geschichte erfahren und dann anschließend eine Menge über das Osmium. Ein ganz neues Material, ganz spannendes Material, das richtig im Kommen ist. Und da werden wir jetzt einiges davon erfahren. Erzähl mal kurz über dich. Wer bist du ganz genau? Was hast du gemacht und woher kommst du? Ja, danke mal, für dass ich das Wort jetzt erhalten bekommen habe. Ich bin der Kurt Assam. Ich komme aus dem Österreich. Man hört das an der Sprache schon, aus dem südlichen Kärnten ursprünglich. Bin dann in die Steiermark ausgewandert sozusagen. Wobei muss man schon sagen, der bemüht sich jetzt ganz hochdeutsch zu reden. Am Anfang, als wir gesprochen haben, hatte ich schon ein bisschen Schwierigkeiten, ihn zu verstehen, weil er wahnsinnig schnell redet. Deswegen danke, dass du dich jetzt bemühst, verständlich für unsere Zuschauer zu reden. Ich geb mein Bestes. Bin dann nach Graz ausgewandert, in die wunderschöne Steiermark. Habe dort Bauingenieurwesen studiert, habe dieses Studium dann abgeschlossen
habe aber diesen Beruf nie ausgeübt, weil das irgendwie nicht so meine Domäne war. Das ist doch fast schon mein Werdegang. Ich habe nämlich auch Physik studiert und habe den Beruf ja auch nie zu Ende oder nie ausgeführt oder nie praktiziert. Also haben wir echt schon direkt in der Ausbildung was Gemeinsames. Ja. Ja, und dann habe ich meine Frau kennengelernt, Isabella, die ihres Zeichen Psychologin und Psychotherapeutin ist und auch beruflich oder auch nebenberuflich noch Tai Chi und Qigong unterrichtet. Oh, das ist ja was ganz Spannendes. Also das habe ich jetzt auch noch nie gemacht, obwohl ich schon eine Menge Sportarten ausgeübt habe. Aber der Kurt ist hier, macht Urlaub mit uns gemeinsam eine Weile. Und gleich nach dem Video oder morgen früh müssen wir schauen, wie wir Zeit haben, wird er mir gemeinsam mit seiner Frau oder uns, meine Frau und mir, auch ein bisschen Tai Chi oder Qigong zeigen. Und da bin ich ganz gespannt. Aber was ist das denn genau? Ja, Tai Chi und Qigong. Qigong setzt sich zusammen aus den zwei Wörtern Qi und Gong. Qi bedeutet Energie, Gong bedeutet Arbeiten, das heißt, wir arbeiten mit der Energie. Ist sowas Ähnliches, was du auch teilweise machst. Ja genau, da wissen vielleicht einige von euch noch nicht. Ich habe eine neue Seite, die nennt sich Helki, da benutze ich auch gleich als Werbeplattform hier. Da beschäftige ich mich auch mit Energien, aber auf eine ganz andere Weise. Wer Interesse von euch hat, kann schauen auf der Seite helki.de. Ja, und Qigong ist, man sagt zu dem Qigong auch, ist der Bereich des Kindergartens eigentlich. Tai Chi ist dann die Volksschule. Und ganz grob nur erklärt, Qigong sind Übungen im Stehen. Das heißt, wir stehen die ganze Zeit und machen Übungen, nehmen die Atmung dazu, nehmen die Vorstellung dazu. Und Tai Chi kennen vielleicht viele, wenn sie ab und zu so Videos sehen aus China. Das sind diese Bewegungen, wo man vorwärts geht, rückwärts geht, im Park. Und, aber so in Zeitlupe praktisch, in Zeitlupe, wo man sich so bewegt. Ja genau, das ist alles ganz langsam immer in Zeitlupe. Und warum geht es eigentlich? Um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Mhm. Das ist das ganze Geheimnis. Und das dann über die Bewegung entsprechend und über die Atmung, genau, und die Konzentration. Ja, genau. Genau. Oh, da bin ich aber richtig gespannt gleich, wenn ich hier von einem Profi, du hast ja glaube ich schon sowieso noch, bist ja nicht nur ein einfacher Lehrer, hast auch sogar, also bist eben Lehrer und hast auch Dan oder wie heißt das gerade? Ich habe den fünften Dan im Qigong, also das heißt, ich habe die Ausbildung in Graz gemacht. Ich habe das Glück gehabt, dass einer der besten Lehrer, Zhao Chuli, in Graz unterrichtet an der Universität, habe dort 6 Jahre die Ausbildung gemacht, bin dann mit der ganzen Gruppe, die Ausbildung mitgemacht hat, nach Peking gefahren in China und haben dort von seinem Großmeister die Prüfung abgenommen bekommen. Und da werden dann sozusagen, wenn man gut ist, Dans verliehen. Das ist so ähnlich wie im Karate, gibt es den 1., 2., 3., 4., 5. bis 8. Dan, glaube ich. Mein Lehrer hat den 8. Dan. Und du? Und ich habe den 5. Dan. Oh. Ist schon eine Auszeichnung. Cool. Und deine Frau macht da zum Glück auch. Das heißt, ihr macht gemeinsam immer wieder. Wir sind die Einzigen, glaube ich, die in Österreich wirklich, oder eine der Einzigen, die gemeinsam Seminare anbieten. Wir bieten so Qigong, Entspannung, Tai Chi Seminare an. Und das hat eigentlich den Hintergrund, dass auch die weibliche Energie und die männliche Energie zusammenkommt. Und das macht das Seminar dann spannend. Und, oh. Und bei uns kommen auch, was immer so die Frage ist, wir nehmen immer Anfänger und Fortgeschrittene, weil der Anfänger kann dann sehen, wohin die Reise geht und die Fortgeschrittenen lernen sowieso immer wieder. Es ist ein lebenslanges Lernen. Doch, das hört sich sehr interessant an. Man könnte meinen, dass diese Menschen, die diese Qigong praktizieren, immer sich so langsam durchs Leben bewegen. Du hast mir aber erzählt, dass du ja sogar Skifahren mit 90 Stundenkilometer ja, magst, Abunan. Da ist ja doch ein Wirbelwind, fährt auch gerne Autos, die super schnell sind. Also genau das Gegenteil. Braucht man das eigentlich, wenn man Qigong macht, naja, dass man sich austoppt mit irgendwas ganz Schnelles dann? Na, die Vorgeschichte war eigentlich so, dass ich ja immer der Zeit voraus war, immer schnell unterwegs war. Und ich bin halt, so wie du schon erzählt hast, ich bin in Großglockner mit über 100 Sachen mit dem Rennrad hinuntergefahren. Da war ich gerade 15 einmal. Die Mutter hat sich richtig Sorgen gemacht. Und du lebst noch? Und ich lebe noch. Ja, es ist nichts passiert. Und ich bin so ein Adrenalin-Junkie gewesen. Und dann hat meine Frau zu mir gesagt, ich muss irgendwas finden, damit ich runterkomme. Und dann habe ich halt verschiedene Sachen ausprobiert. Yoga, Pilates, und natürlich dann auch Aikido, Judo und so. Und im Endeffekt bin ich dann bei Qigong und Tai Chi gelandet. Und das hat mich dann wirklich gut geerdet. Ich komme auch relativ schön runter, aber wie du merkst, natürlich immer wieder gehen die Gäule mit mir durch und ich bin zu schnell unterwegs. Aber es dient der Erdung. Okay. Ja.
Andere Sportarten, die ich noch so auch immer wieder gemacht habe, ist Extremskifahren, hast du schon angedeutet. Gell? Ich war natürlich, habe mir einen Traum erfüllt. Heliskiing in Kanada war mal richtig toll. Muss man einmal gemacht haben, ist wirklich schön. Auch mit dem Mountainbike die Hänge hinunterfahren. Und was ich auch ganz gut und sehr gerne mache, ist Badminton. Ach, das mache ich ja auch. Da haben wir auch wieder eine Gemeinsamkeit. Ah, ja, cool. Scheint ja irgendwie sehr spannend zu sein, weil Badminton macht man, soll ja auch, habe ich gelesen, wenn man Badminton, Tennis, solche Sportarten macht, auch länger leben. Sehr interessant. Aber ich werde eh 95, deswegen, ich denke mal, das reicht, ob ich da 100 werde. Werden wir mal schauen. Ja. Sehr interessant. Aber du kochst auch sehr gerne. Ah, ja, das ist eines meiner Leidenschaften. Der ein oder andere kennt mich vielleicht aus dem deutschen Fernsehen. Ich war so bei verschiedenen Koch-Fernsehshows und liebe es, Leute glücklich zu machen mit meinen Kochkünsten und zu zeigen, was ich kann. Und koche so einmal im Monat so 4, 5, 7 Gänge-Menüs. Und die Leute haben das bis jetzt immer überlebt und sie sind immer glücklich nach Hause Darf man gegangen. eigentlich dieses Video, was du mir gezeigt hast, Ja, eigentlich das präsentieren im Video? darfst du präsentieren. Ja, Ja. da machen wir jetzt mal eine Sekunde Pause und zeig mal einen Ausschnitt aus welcher Sendung war das? Die Küchenschlacht 2012 mit Nelson Müller. Kürbiscremesuppe mit Ingwer, Orange und Zimtcroutons. Also sehr innovativ angerichtet hier. Okay. Also man erkennt hier, wie gesagt, ganz klar, das ist die moderne Küche und Sinn und Zweck der Sache ist ja mit diesen modernen Sachen eben so ein Esserlebnis herzustellen. Das ist halt schon vom Anfang an, man schaut es an und denkt, okay, wow, was mache ich jetzt? Dann bin ich ein bisschen verwirrt, wie soll ich es essen? Gut, ich merke, ich soll das hier hochheben, dann läuft nämlich langsam die Suppe hier rein. Und das Schöne ist, dass dann diese Croutons, die da gemacht wurden, auch hier diese anderen Crumbles noch schön kross bleiben und nicht so schnell aufweichen. Das ist toll. Also das ist, wow. Wer auch immer das gemacht hat, ganz, ganz cool. Tolle, tolle Konsistenz, ja, richtig schön. Kürbis kommt super raus, ja. Die Orange tut dem Kürbis und auch dem Ingwer gut. Jetzt rede ich schon wie Alfons, ja. Ja, also, muss ich weiterschicken. Jetzt direkt weiter. Das ist ja schon spannend, da sahst du schon viel, viel jünger aus. Ne? Jetzt Ja. bist du schon wie ich, ein bisschen älter Paar geworden. Jahre älter. Wann war das? Also 2012 hast du gesagt. 2012, Ne? also. Ja, genau. Aber da war wir ich haben. 25. Da warst du 25. Ja, genau. Ich auch. Ne? Ja. Wir sind übrigens auch im gleichen Jahr geboren. Das ist auch sehr interessant. Also gleich. Nur 3 Monate auseinander. Ja, aber gleiches Jahr. Ne? Ja, aber vielleicht erzählst du mal, wie haben wir uns denn kennengelernt? Ja, genau. Wie haben wir uns kennengelernt? Die Vorgeschichte ganz schnell erklärt. 2020, wir wissen alle, schwierige Zeit gewesen. Ich sitze mit meinem Freund in der Sauna drinnen und ich habe mir einen Wunsch erfüllt, mein erstes Lagiol zu kaufen. Und habe das aber damals noch nicht bei Mr. Lagiol gekauft. Ja, ich weiß nicht. Ja, habe ich ja noch nicht gekannt. Und dann haben wir uns unterhalten, weil ich Lagiol immer anders falsch ausgesprochen habe. Und dann habe ich im Internet gegoogelt. Und bin dann auf Mr. Laviol gestoßen und habe ihm sofort, wie ich halt bin, in meinem Naturell her, eine kleine E-Mail geschickt und habe ihn gefragt, wie spricht man das aus? Und meine zweite Frage war, nachdem ich ja schon auf deiner Seite gewesen bin, habe ich ein falsches Messer gekauft? Also sprich, habe ich eine chinesische Kopie gekauft? Und Mr. Lagiol hat mir dann sehr schnell geantwortet und ich war dann. Interessanter Kerl, dieser Mr. Lagiol. Ja, Ja, er ist ein richtig cooler Typ. Und er antwortet auch immer sofort. Also ich bin auch schnell unterwegs, aber ich habe es noch nicht einmal eingetippt, war die Antwort schon da. Und habe dieses Lagiol-Messer war dann Gott sei Dank ein echtes Messer. Und dann ist entstanden, dass mein Freund in der Sauna zu mir sagt, du, ich hätte gern so ein Messer für seinen Sohn. Und sein Sohn ist aber Angler. Und meins war eben so mit einem Angelhaken drinnen. Und ich habe gesagt, du, ich hänge jetzt nicht so an dem Messer, gell? Du kannst das Messer haben, aber dafür musst du mir halt im Austausch ein anderes besorgen. Und ja, und so sind wir dann eigentlich zusammengekommen.
Das war so der erste Start. Und dann kommt die Osmium-Violine ins Spiel. Genau, aber erfahren wir erst mal kurz, was überhaupt Osmium ist, und dann kommen wir zu der Osmium-Violine. Das ist die teuerste neue Violine der Welt. Ein Wahnsinnsprojekt. Aber was ist eigentlich Osmium? Jetzt kommen wir direkt ins Jawohl, Eins-Gemach. gehen wir in medias res. Osmium ist ein sehr schönes Edelmetall. Osmium ist schon bekannt, eigentlich schon im letzten Jahrhundert wurde Osmium schon verwendet. Und zwar wirst du auch wissen, für den Glühfaden. Osram, die Firma Osram, ist entstanden aus Osmium und Wolfram. Daraus ist diese Glühfaden sozusagen entstanden, die Glühbirne. Das war aber so der einzige Bereich, weil es hat sich nicht so dann richtig durchgesetzt. Und dann ist 2014 ist es Schweizer Wissenschaftlern gelungen, Osmium zu kristallisieren. Und das war natürlich eine Weltpremiere. Osmium hat die Abkürzung OS, ist in der im Periodensystem das letzte wertvolle Element, hat die Ordnungszahl 76. Nur so zu den technischen Details, du bist ja Physiker, Chemischen ja, Teil, ja. chemischen, Entschuldigung, chemischen Details. Ja, und was ist wichtig noch? Also es wird jährlich ungefähr weniger wie eine Tonne, jetzt oder 1000 Kilo jetzt schon abgebaut. Also das heißt, es ist relativ wenig, es wird auch immer weniger. Und damit man so eine Vorstellung hat, warum das auch so exklusiv ist, aus 10.000 Kilogramm Platinerz, weil es ist ein Nebenprodukt vom Platinabbau, kriege ich nur 30 Gramm Osmium raus. Wow. Deswegen können wir jetzt auch wahrscheinlich nicht allzu viel zu dem Preis sagen, denn wie wir erfahren haben, gerade in den letzten 2 Jahren geht der Preis so richtig kometenhaft nach oben. Und wenn wir jetzt irgendeinen Preis nennen, ist er wahrscheinlich schon morgen oder schon zum Erscheinen des Videos 2 Tage später schon überaltet. Deswegen haben diese Taschenmesser, die wir hier haben, auch einen gewissen Preis. Wir kommen gleich dazu. Aber erzähl ruhig weiter. Ja, und das Thema ist auch noch, es hat voriges Jahr das Welt-Osmium-Konzil in Brasilien gegeben und da haben sie so Statistiken rausgehoben, bzw. Schätzungen. Es wird in den nächsten 20, 30, 40 Jahren nur mehr Ein einen Kubik. Kubikmeter Osmium geben. Also das ist relativ wenig. Das ist 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. Dann ist mit Osmium vorbei. Und das ist auch das Thema, warum jetzt Osmium als Sachwertanlage so ein Thema ist. Also das kann man einfach ergänzend zu So wie anderen, Gold oder genauso wie Diamant. Gold und Silber. Und auch jetzt mittlerweile in den letzten Jahren kommt es immer vermehrt in den Schmuckbereich hinein. Das heißt, also es gibt die Osmium-Uhr von Hublot zum Beispiel, Elise Nadeau. Es gibt schöne Schmuckstücke. Ein Schmuckstück habe ich dir ja mitgebracht zum Wir Herzeigen. zeigen das gleich, aber dein Vater ist ja auch Juwelier. Mein Vater ist auch Juwelier und wir verarbeiten auch Osmium in, wie gesagt, schönen längeren Ohrringen, in kurzen Ohrringen, als Anhänger und sowas. Es ist ein richtig tolles Edelmetall und man sieht dann einfach, wenn man es in die Sonne haltet, die Sonnenstrahlen draufschauen. Es reflektiert so wunderschön und Das ist eben die Sache. Also im Moment ist die Sonne hinter uns, deswegen können wir nicht so ganz gut zeigen. Ich hoffe, auf den Fotos kann man es schön sehen. Aber gerade in der Sonne, das blinkelt und funkelt, weil es nicht so ein ganz großer Kristall ist, sondern viele, 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 viele kleine Kristallchen. Und wenn man das bewegt, vielleicht zeigen wir mal ganz kurz eben. Mal schauen, ob das jetzt irgendwie so ein bisschen machbar ist. Das funkelt so schön, das ist unglaublich. Auch wenn jetzt die Sonne nicht von vorne kommt, ich denke, vielleicht kann man das so ein bisschen sehen. Das ist ein Projekt, was jetzt hier der Kurt gemacht hat mit Neptun. Neptun Dreizack haben wir da im Endeffekt gemacht, als Anhänger für den Hals, in Rotgold gearbeitet, ein wunderschönes Stück. Und wie gesagt, man kann aus diesem Osmium extrem viel Sachen machen. Und was ich noch vergessen habe, es ist jedes einzelne Osmium-Teilchen oder Inle oder wie man dazu sagt, ist der Computer erfasst und daher ist es fälschungssicher. Das heißt also auch, wenn du jetzt irgendwo ein Teil verloren hast, es kann niemand dieses Teilchen irgendwo weiterverkaufen, weil es würde sofort registriert werden. Also das ist mit einem eigenen speziellen Code versehen Wir für haben das dich. jetzt übrigens bei den Messern auch so gemacht. Das heißt, die Stückchen, die wir eingebaut haben, bei Voisier sind da ganze 4 Stück verbaut. Bei David d'Orvilliers ist 1 Stück verbaut. Und da bekommst du, wenn du es kaufst, die entsprechenden Codes und mit der Webseite, wo du diese Codes eingeben kannst und nachprüfen kannst, dass das wirklich echte Osmiumstücke sind. Und da kann man dich auch vermerken. Das heißt, erstmal stehe ich ja als Käufer da, aber das kann man jetzt auch ändern, dass du nachher als Inhaber diese Stücke zum Beispiel
da stehst, so dass wirklich klar nachvollziehbar ist, dass das deine Stücke sind. Also sehr, sehr interessant. Ja. Und das ist auch nochmal ein Zeichen, wie wertvoll das Ganze ist. Aber wie bist du dazu gekommen, zu dem Osmium? Zu dem Osmium bin ich ganz einfach gekommen, weil der Sohn von meiner Frau hat die Webseite programmiert und hat dann irgendwie gesagt, du, wäre irgendwie tolle Geschichte, wenn du da auch irgendwie mitmachen würdest. Und ich habe gesagt, ja, tolle Geschichte. Osmium interessiert mich natürlich, weil ich aus einer Juweliersfamilie komme. Vater ist Juwelier. Und weil du in deinem Leben sowieso wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen gemacht hast. Und das war auch wieder eine schöne, spannende neue Sache. Naja, und dazu gekommen, also zu dem Osmium bin ich so dazu gekommen. Und dann war natürlich das Thema nur so Osmium als Sachwertanlage. Das ist eine Geschichte. Ich wollte was ganz Besonderes draus machen. Und da kommt dein Projekt jetzt. Und da kommt jetzt dann mein Projekt, die Osmium-Violine, ins Spiel. Ich zeige mir jetzt auch gleich ein paar Bilder. Also das ist schon heftig, diese Violine. Da kann man sich glatt verlieben, wenn der Preis natürlich jetzt, das ist nicht, also es ist nicht mehr nicht ein paar Stück da, es ist nur ein einziges Stück, aber erzähl mal ganz kurz die Violine ein bisschen was. Die Violine ist auch wieder ein Projekt der letzten paar Jahre gewesen, also sprich der Pandemie. Ich habe mit einem Freund, sind wir zusammengesetzt und haben einfach gut ein Glas Prosecco getrunken. Und ich habe immer gesagt, ich möchte irgendwas ganz Besonderes mit Osmium machen. Und dann haben wir überlegt, ob das irgendwie eine Handyhalterung werden soll oder eine Gitarre. Und dann hat aber mein Freund Karl Großschädel hat dann erzählt, er kennt einen der berühmtesten Geigen-Violinenbauer der Welt. Das ist der Edgar Ruß in Cremona, aber auch ein Österreicher. Der kommt auch aus der Steiermark. Das heißt, wir haben so ein österreichisch-italienisches Projekt auf die Beine gestellt. Und der hat damals 2012 für den Scheich von Oman die damals wertvollste Violine gebaut. Aber ohne Osmium? Ohne Osmium. Der hat es mit Edelsteinen gebaut. Und das war, also war schon ein bisschen Erfahrung da, es, und dann kamst du mit deiner Idee. Genau, er hat schon die Erfahrung und man muss auch dazu sagen, er ist der Einzige, der diese Intarsien in Violinen einbaut. Es gibt niemanden weltweit, der sich drüber traut, nämlich aus dem einen Grund, wenn du da 400, 500, 600 Teilchen verbaust und ein Teilchen wackelt, dann klingt die Violine nicht mehr. Und da ist er schon ein Weltmeister und das hat er jetzt natürlich auch wieder gezeigt, indem er diese Osmium-Violine selber entworfen hat, selber dann das Ganze umgesetzt hat und das alles eingebaut hat und wir bis zum Schluss, bis zur Weltpremiere alle gespannt waren, wie klingt sie. Und hier kann man schon mal sehen, so ein bisschen die Arbeiten, wie filigran und wie dieses Osmium gerade auf diese professionellen Bilder aussieht. Ja, man sieht an den Bildern, zum Beispiel, wenn man oben den Wirbel jetzt sieht, wie das Osmium, jedes Osmium-Teilchen, das muss man sich mal vorstellen, das waren über 600 Osmium-Teilchen, ist noch extra in Gold eingefasst worden. Und dann gibt es bei diesem Wirbel oben auch so ganz unten einen Stein noch drinnen, wo man immer noch offen lassen, wie das wirklich gemacht wurde. Cool, cool. Aber nicht nur da, es gibt natürlich überall Osmium, wie viel Gramm oder wie viele Stücke? In Gramm kann man es nicht sagen, aber ein Stück ist über 545, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber so um die 550. Inklusive den Edelsteinen oder nur Osmium? Nein, nur Osmiumsteine. Und wie viele Steine? Ich glaube, da auch Rubine, Diamante. Ja, wir haben dann natürlich noch Edelsteine verarbeitet, damit sie auch, da kommt schön Rot raus, Grün raus, also Rubine, Zavorite, Brillanten. Da haben wir knapp 300 Edelsteine verbaut. Ich hoffe, dass die Zahlen stimmen jetzt. Wow, das ist heftig. Wir blenden gerade auch die Seite ein, wo man das nachsehen kann. Auf der Seite sieht man dann schön, wie diese Osmium-Ornamente verbaut worden sind. Und wie gesagt, das Hauptproblem war eigentlich, das ist alles von Hand gemacht. Also das heißt, da ist nicht irgendeine Maschine dabei, es ist mit freiem Auge eingefasst worden, es ist auch versenkt worden drinnen. Und, wie lange habt ihr gebraucht? Ja, wir haben das Projekt ist im Juli 2020 gestartet und am 30. März 2023 war die Weltpremiere. Also wir haben da über 30 Monate ist daran gearbeitet worden. Wow. Und es war nicht immer ganz einfach. Also, das glaube ich. Und mittendrin haben wir uns ja kennengelernt. Genau, da haben wir uns dann kennengelernt und Mr. Lagiol hat mich dann auch sehr unterstützt im grafischen Bereich, weil ich war nicht mehr so ganz fit, wie man zum Beispiel ein Datenblatt machen kann und so. Und da hat mich auch Lagiol sehr unterstützt dabei und da bin ich auch dankbar. Und du hast auch den ganzen Werdegang der Webseite mich begleitet und so. Also es war ein richtig gutes Coaching. Und so kamen wir dann, auf die Idee, auch mal ein Messer mit Osmium zu machen. Und da war natürlich nicht ganz einfach, jemand zu finden, der bereit ist, diese Osmiumstücke einzubauen, denn die Osmiumstücke sind nicht flexibel. Die sind da so auf einer
Platte, auf einen Träger drauf kristallisiert, ja. Und das ist fest. Das heißt also, werden wir gleich sehen, die Osmiumstücke sind versenkt in dem Griff zum Beispiel. Und da muss man schon mit Meister zusammenarbeiten, zum Beispiel mit Philippe Voisier und David Dauvillier. Und da bin ich gespannt, gleich auf die Messer euch vorzustellen. Und schauen wir uns mal kurz rein. Ja, bin ich auch gespannt. Kommen wir jetzt zu den Taschenmessern. Wir haben hier einmal das Messer Silberstreifen von Philippe Voisier machen lassen. Und zwar war hier die Idee, dass man gerade in der jetzigen Zeit ein bisschen mehr ja, Hoffnung braucht. Gerade nach der Corona-Zeit, wo auch wirtschaftlich für viele sehr, sehr eng waren. Auch für dich, weil wir sind beide Unternehmen, da können wir eine Menge von erzählen. Auch von unseren bekannten Freunden, die natürlich wahnsinnig gelitten haben. Und da haben wir gesagt, wir brauchen etwas mit deiner Hoffnung. Da kam die Idee mit diesem Silberstreifen am Horizont, wenn es dunkel draußen ist, kurz der Morgen noch nicht angebrochen ist. Und da sieht man ja am Horizont diese Silberstreifen und freut man sich schon auf den Tag. Und da ist ja diese Hoffnung. Und da haben wir gesagt, diese Idee soll umgesetzt werden auf einem Messer. Und da hat der Philippe Voisier hier etwas ganz Besonderes gemacht. Zum einen natürlich an dem an der Biene. Der hat hier entsprechende Elemente eingebaut, also der Mond und die Sonne. Sehr, sehr schön, also wirklich phänomenal schön gemacht. Wunderschön. Weil natürlich, na, der Silberstreifen kommt ja erst, wenn es Nacht ist, wenn es einem schlecht ist. Und dann hier auch nochmal Symbole der Hoffnung, also Anker. Und hier entsprechend aus der keltischen Bereich verschiedene Symboliken. Und wir haben hier einen Griff aus Giraffenknochen. Wow. Wir haben da gesagt, es muss natürlich dunkel sein, damit diese Osmiumstücke hier richtig schön rauskommen. Und hier kann man auch sehen, wie schön die in der Sonne funkeln. Richtig schön. Hier sieht natürlich in der Sonne wegen dem vielen Licht auch dieser Giraffenknochen etwas heller aus, aber das ist wirklich dunkler, als es hier auf dem Bild sieht. Und wir haben hier auf der Rückseite, auf der anderen Seite ebenfalls zwei Stücke, also wirklich wie ein Silberstreifen am Horizont, die blinken und funkeln so schön, echt wahnsinnig. Und der Rücken ist so, wie der Voisier macht, natürlich alles perfekt, sehr schön, filigran, wahnsinnig viele Details, wenn man sich das mal anguckt. Guck mal, ob ich es näher Schärfe bekomme. Aber das ist schon unglaublich, wie das unter dem Mikroskop gearbeitet wird. Und schön finde ich auch hier diese roten Streifen. Das machen da nochmal so eine Diskrepanz zwischen dem Metall und dem Dunklen. Ich finde sowieso schwarz-rot immer gut als Farbvorgaben. Und der Kurt hat es auch noch nicht so richtig gesehen. Sieht es auch zum ersten Mal, wie sein Osmium hier eingebaut ist. Aber das kann man wirklich nicht sagen, das funkelt wie ein Diamant, also wirklich phänomenal. Ne? Und man muss noch dazu sagen, man sieht, dass es wirklich ein Vollprofi gemacht hat, gell? Weil erstens darüber spürst du nichts. Ganz genau. Weil das ist das Problem teilweise bei Osmium, dass es natürlich so Sparkles hat. Und wenn es ein bisschen rausschaut, dann bleibst du überall dann immer hängen. Es ist rau. Genau. Und was wir noch vergessen haben zu sagen, das musst du voll professionell einlegen, weil du kannst das Osmium nicht nachbearbeiten. Da geht nichts mit einer Feile oder sowas. Also man sieht einfach, das ist ein einzigartiges, so richtig, richtig tolles Stück. Wirklich schön. Ganz genau. Das heißt also, man muss sich vorstellen, dass diese Stücke also versenkt sind, praktisch in dem Griff. Und die müssen perfekt entsprechend herausgearbeitet werden, diese versenkten Stellen. Also es ist schon wirklich phänomenal, was hier der Voisier gemacht hat. Und dann haben wir auch hier noch die Nieten nochmal sehr schön als punziert verarbeitet. Das ist so eine der wenigen, der die Nieten punziert. Die sehen auch nochmal richtig schön edel aus, auch wie Schmuckstücke. Also das ganze Messer ist einfach ein Schmuckstück. Das Messer kostet 3.300 Euro. Und wir haben hier eine fantastische Damastklinge. Ja, die Damastklinge ist von Damastil, ist rostfrei und es ist auch sehr schön hier die Klinge auf dem Rücken gelochiert. Ah, das ganze Messer ist einfach ein Wahnsinnsgrundstück. Richtig schön. Der Voisier macht auch sein Zeichen hier ganz klein, so dass es natürlich die schöne Maserung der Klinge nicht zerstört wird.
Und das lässt sich natürlich wahnsinnig leicht öffnen und schließen. Ist mittig. Ich finde es immer toll, wie leicht das aufgeht, verglichen mit vielen anderen Messer. Das heißt also, ich sage es ja immer wieder, gerade bei den Plain-Editionen, das heißt also, wo man hier die Niete in der Mitte mit dem Griff macht, braucht man natürlich sehr, sehr lange, wenn man minutiös bisschen für ein bisschen mit dem Hammer drauf haut, bis diese Öffnung so ist, dass es nicht zu weich ist, sodass es ja in der Hosentasche schon aufgeht, aber nicht zu schwer. Und das kann natürlich nur wenige Vollprofis machen. Deswegen nicht wundern, wenn manche andere Messer ein bisschen schwerer auf und zu gehen, aber das ist bei dem hier eben nicht so. Wunderschön. Kommen wir zu den anderen zwei Messer. Diese Messer hier sind aus der Edition Engel und hier sprechen wir von einem anderen, von Norbert. Der ist auch einer, der sich sehr einsetzt für uns, für Rina Lagioldi. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, Norbert. Der unterstützt uns immer wieder auch grafisch. Wir haben mit ihm gemeinsam die Serie Sport wie See. Das war einer dieser von Fontanini Pateau. Das hat er auch designt mit dem Golfschläger, mit dem Bogen und so weiter. Das sind vier verschiedene Sportarten, die wir dargestellt haben. Und er hat auch diese Serie mit den Engeln, die wir gleich vorstellen werden, gemacht. Und die waren so schön, diese Serie. Das hat also über ein Jahr gedauert, bis sie fertig war. Da haben wir gesagt, machen wir nicht nur die normale Serie, die einfachere Serie, die wir hier zeigen, sondern auch eine mit Osmium. Mhm. Einfach mal, um das ganz Besondere noch herauszukristallisieren. Und so, dass wir jetzt praktisch zwei Messer mit Osmium haben, schauen wir uns mal kurz an. Wir haben erstmal das Messer ohne Osmium. Der Norbert hat hier komplett alles vorgegeben. Er hat für diesen Bereich hier oben besondere Steine, Halbedelsteine vorgesehen. Leider waren die in dieser Form nicht so ohne weiteres zu bearbeiten. Der Herr Voisier, der Ovelier hat uns jetzt gesagt, dass er das entsprechend durch karelische Birke ersetzt hat. Das Messer kostet 1680 Euro. Und wir haben hier Warzenschweinstoßzahn. So ein bisschen in seiner ursprünglichen Form, also nicht komplett so glänzend poliert, sondern krustenartig. Da sind da wirklich die Farben und auch hier ist eine Vertiefung. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen sehen. So wie das bei dem Warzenschweinstoß dann auch so der Fall ist an der Oberfläche. Und wie schon sagte, hier haben wir karelische Birke. Dann haben wir hier einen Streifen dazwischen. Hier sollte laut Norbert auch aus Silber sein, aber das wurde hier aus Edelstahl umgesetzt. Und hier auf dem Rücken haben wir entsprechend Flügel gemacht, beziehungsweise der Herr Dovelier hat das gemacht. Und hier haben wir eine sehr, sehr schöne Biene. Das ist eben das Symbol von Michael. Also das ist das Messer Michael. Und hier haben wir auch ein M von dem Erzengel Michael. Ich erzähle mal kurz ein bisschen was über Michael. Michael ist der Verteidiger des Himmels, der gegen rebellische Engel kämpfte und sie besiegte. Er ist ein Symbol der göttlichen Macht und des Schutzes für Gläubige. So hatte Adam und Eva aus dem Garten Eden gejagt, als diese gegen Gottes Regel verstoßen haben. Michael ist ein mutiger Kämpfer und mit der Posaune würde einst die Toten aus den Gräbern erwecken. Er wird als Engel der Reue genannt. Und bei dem zweiten, bei der luxuriöseren Variante haben wir diese Osmium eingebaut. Also aus dieser Serie hier, aus der günstigeren Serie, werden wir alle vier Erzengel machen, nach und nach. Wir haben jetzt hier gestartet mit dem Michael. Und hier haben wir den Engel Gabriel. Bevor ich den Rücken zeige, das wirklich phänomenal ist mit dem Osmium und mit einem Saphir, fangen wir hier erstmal an mit der seitlichen Arbeit. Wir haben hier auch karelische Birke, diesmal in Blau eingefärbt. Und wir haben hier Mammut-Stoßzahn, wo der Herr Dovelier auf beide Seiten den Erzengel Gabriel gemacht hat, mit einer Posaune hier. Denn Gabriel gilt als Erklärer von Visionen und als Bote Gottes. Er hat Maria die Botschaft überbracht, dass sie Mutter des Gottessohns werden wird. Gabriel bedeutet in Hebräisch, Gott ist meine Stärke. In der christlichen Kunst wird Gabriel oft mit
einer Trompete dargestellt, so wie hier der Duvalier auch gemacht hat, um die Wiederkunft Christi anzukündigen. Gabriel ist ein Symbol für Veränderungen und Neuanfang. Er kann Menschen dazu ermutigen, ihren Lebensweg zu überdenken, sich von alten Mustern zu lösen und neue Wege einzuschlagen. Und jetzt kommen wir zu dem Rücken, auch hier als drei Platinen gemacht, ebenfalls mit wunderschönen Flügeln, auch die glänzen ganz fantastisch. Und hier oben haben wir ein sehr großes Stück Osmium, verglichen mit den kleineren von Voisier. Wir haben hier diese zwei kleineren Stücke, hier haben wir ein sehr großes Stück Osmium und hier haben wir die Flügel und dazwischen, da soll der Kopf sein, von Gabriel, das ist ein Saphir. Und die Klinge ist aus Carbon-Damaststahl mit einer phänomenalen Maserung. Also das muss man einfach in der Hand halten und dann sieht man ja schon, wie fantastisch das ist. Ich muss ja nur dazu sagen, weil ich das jetzt das erste Mal so sehe, gell? Die Videos oder die Messen in Videos, die schauen ja immer sensationell aus. Und wenn Natura sind sie ja noch einmal schöner. Das und gerade Wahnsinn. Hier unter der Sonne Andalusiens, diese Osmiumstücke, das ist ja schon Wahnsinn. Das ist wirklich richtig schön. Ich weiß nicht, ob er das hier wieder so zeigen kann, wo man das schön sieht, weil die Sonne hinter uns ist. Aber das ist wirklich, ich zeige es dir nochmal ganz kurz, da kann man sich an dieser Osmiumstück echt nicht satt sehen. Ja. Fragt man sich manchmal, was soll dieser Osmiumstück da drin oder ist das unbedingt notwendig? Und ich muss sagen, aus meiner Erfahrung mit den Messersammler weiß ich, dass viele, viele Messersammler die Messer immer wieder rausholen, sich angucken, ja, Freude dran haben. Und gerade wenn man diese Osmiumstücke unter der Sonne anschaut, draußen, vielleicht im Garten oder sonst wo, dann blitzert das so schön. Man möchte schon gar nicht zum Essen kommen, wenn man es mal zum Essen benutzen würde. Also da muss man bitte an dieser Stelle für die Käufer, die diese Osmium-Messer kaufen, denkt dran, packt das Messer aus, wenn es mit dem Restaurant ist, eine halbe Stunde vor dem, bevor das Fleisch kommt, damit man eine halbe Stunde Zeit hat, sich das anzugucken. Ist wirklich phänomenal. Und nochmal vielen, vielen Dank, nicht nur, dass du hier das Video mitgemacht hast, sondern auch, dass du diese Idee hattest mit Osmiumstücken. Und wir werden natürlich das nächste Projekt machen. Wir schauen mal an, wie ihr das denkt, was ihr davon haltet, von diesem fantastischen Messer. Und ja, das nächste Messer ist schon in Planung. Ja, Mann, freue mich drauf. Danke, dass du hier warst. Bis zum nächsten Video. Ciao.